Ich wollte schon Moin Moin sagen. Fang doch mal an. Und dann fiel mir auf, dass der Sack nicht offen ist. Das gibt's doch nicht. Also ich werde das definitiv nicht rausschneiden. Das ist Klassiker jetzt gewesen. Das ist mit dabei, ey. Ach, ist das ärgerlich. Warte, vorher anklicken, so. Alles klar. Das ist aber gut, ey. So, dann jetzt nochmal 3, 2, 1. Hallo? Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Ah, nee, jetzt hat er aufgenommen und hat es mir nicht angezeigt, die Sau. Ja, jetzt hast Darf du, jetzt hast du den Jeff dazwischen gequatscht. Mir doch wurscht. Und wenn sie bald am Müller steht, dann tut sie's farbenfroh. Hey! So, jetzt aber. Moin, moin und herzlich willkommen. Wir sind wieder unterwegs in der Saison mit dem Virus. Hallöchen! So, und wie ihr seht, sind wir in China. In China, auf dem Shanghai International Circuit. Im Training. Und dann wollen wir doch auch gleich mal auf die Strecke. Ja! Gucken wir erstmal nach dem Wetter. Sonne fürs Training. Qualifying Sonne. Rennen Sonne. Sehr schön. China, we are coming. Was soll das denn bitte heißen? Blöder Hund, ey. Aber das heißt, ich bin grottenschlechter Fahrer? Allerdings, Nein. Da hast du recht. Junge, das hast du Gott sei Dank gesagt. Ich stehe wenigstens dazu. Ja. Weil ihr müsst wissen, wir haben gerade eben schon mal versucht, etwas aufzunehmen, was anderes. Ja. Und das lief überhaupt nicht so. Dass wir sagen, wir müssen jetzt mal was anderes spielen. Also gesagt, komm, lass uns mal eine Runde Formel 1 zocken. Ach ja, das ist hier China mit diesen tollen 2-3 Kurven. Ja, ja, da war ja was. Da lang, Daniel. Gut, dass du noch eine Einführungsrunde bist hier. Eine Seefahrt, die ist lustig. Hollei, hollei, hollo. Oh, erstmal wieder an die Kurven gewöhnen. Hier ist ja schlimm. Ach, hier war ja diese Steilkurve. Ja, man kann ja auch nicht so wirklich das Setup wechseln, weil sonst kommt man auf den Geraden nicht mehr richtig vom Pin. Okay, hier hätte ich früher bremsen müssen. Alles Klärchen. Oh, da ist er auch raus. Ja, so 2 Zentimeter. Schön DRS aktivieren, das geht ja bei den Autos, Gott sei Dank. Langsame Kurve hier oben. Oh, mein Namensvetter haut sofort schnellste Runde raus. Wollen wir noch mal gucken, ob wir es dem gleich können. Kommt aber auch nicht rum, er ist so träge wieder, ey. Zieh, Jochen! Das sieht doch gut aus, komm rum. So, jetzt die lange Gerade, schön Pinne. Bei 17.
Ah, es war jetzt nicht so gut. Aber trotzdem reicht's noch. Boxenstopp. Jo, danke Jeff. Dachte, da ist Mark. Ja, wie denn jetzt? Muss mal fragen. So, schnell die Box zum Reifen wechseln und dann versuchen wir das nochmal. Ein bisschen zu viel rausgenommen. Na komm. So, DRS noch rein. Mal gucken, wie schnell wir werden hier. 3,17, glaube ich, war somit das Beste. 3,18, 3,19, 3,20. Oh, 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 oh. 3,20. Dafür habe ich mir die Runde versaut. Egal. Er wollte unbedingt der Schnellste sein. Ich wollte gucken, wie weit es geht. Um der schnell zu sein, wie keiner vor mir war. Hey, komm und schnapp sie dir. Ach ja, hier ist ja diese lange, ellenlange Boxeneinfahrt. Aber diese, die kennst du, die langgezogene Kurve, die so einen Hügel hochgeht und dann hin wieder runter? Ja. Da hat es mich gerade gedreht. Viel zu früh den Boxenstopp-Dings hier reingetan, du. Oh. Ah je. So, Freunde, schieb mich schnell rein, eben Reifen wechseln und dann geht's weiter im Text. Weil das passt zeitlich nämlich noch, von daher los, los. Oh, bist gerade rausgefahren? Nö, ich bin drin. Ich muss ja erstmal Reifen wechseln. Achso, ich hab da gerade einen gelben Punkt. Ich dachte, das wärst du jetzt gewesen, weil ich konzentriere mich gerade auf die Straße. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob du das jetzt warst oder ich. Mich haben sie gerade reingeschoben. Okay. Dann nehmen wir natürlich die da. Gubbel, gubbel, gubbel! Apfelstrudel. So, eine beste Rundzeit wird das jetzt nicht, weil ich ja vorhin segeln gegangen bin. Aber davor habe ich Daniels Bestzeit geschlagen mit 1,39. Ja, ich gucke gerade, ob es hier Setup irgendwie, aber anscheinend. Ich weiß auch nicht. Ja, wer hat das da? Ja, wir sind in China. Ich wollte schon Spanien sagen. Hust, hust. Wie kommst du denn da hin? Team Ferrari. Scuderia Ferrari. Da sind aber viele Setups hier, ne? Nee, dann fahren wir lieber mit meinem. Reifen haben wir gewechselt, dann fahren wir jetzt wieder raus. Geh auf die Strecke, jawohl. Ja, ja, fertig. Jetzt können wir ja nicht auf uns sitzen lassen, dann müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben hier. Stuhlen heranrücken, so. Ich habe mich gerade in meinem Gaming-Stuhl zurückgelehnt und habe die Runde gefahren. Lol. Oh, hier eine
nach hier diese Kurve nach Start und Ziel, da kriegt man ja einen richtigen Drehwurm. Jawoll! 1,38! Yay! Na guck. Ich hab das Käserad vor mir. Oh. Ja, ich hab Gott sei Dank freie Bahn. Gucken, ob ich meine Zeit auch noch mal verbessern kann hier. Natürlich diesmal nach der langen Geraden nicht vergessen zu bremsen, Daniel. Wäre nicht gut. Oh, okay, das war's. Ah. Das Bestzeit wird nichts mehr. Fahr jetzt in der Boxengasse. Boxenstopp. Boxenstopp. Ja, dann gucke ich jetzt in meiner Runde hier mal, ob ich noch irgendwie da. Eine Lila, eine Dings für den ersten Sektor haben wir schon mal. Ob das reicht, sehen wir dann. Du musst echt ein bisschen mit dem Gas spielen, bevor du Box und reinfährst, ey. Lol, ey. Jo. Auf jeden Fall. So, das dauert jetzt aber wieder ein halbes Jahr, bis ich dir zugucken kann, wie du fährst. Oh, jo, Mann. Ja, kennt man ja schon. Ja. Ist echt gewöhnungsbedürftig, dieses ganze Warten, bis du dann mal auf den Monitor gucken kannst im Spiel. So, den Monitor habe ich, bringt mir aber nichts. Jetzt kommt erstmal die Heizmatten drum, bis er sich jetzt bückt und das Kabel anschließt. Und jetzt irgendwann unten. Ah, oh, endlich. So, dann gucken wir doch mal. Jo, danke schön. Oh, du bist ein Arschdrecksack, ey. Aber war ja klar. Boxenstopp. Nein! Oh, ist auf Gras gekommen. Oh je. Und da dreht er sich. Oh. Ja, das hat die Freunde der Kurve auch. Was nicht gedreht, halb gedreht halt. Na, drehen ist, wenn er sich dreht, nicht wenn er ausrutscht. War es aber gerade tricky, die Karre unter Kontrolle zu kriegen auf der Geraden, ne? Du aber ich merke sofort, dass du, ja, genau, dass du doch den Dreck unter den Kufen hast, ey. Ach ja, Boxenstopp hatte ich ja schon gesagt. Ach. Passt das ja gleich von der Zeit genau passend, wenn ich reinkomme? Ja, China wird wieder tricky mit den Kurven, finde ich. Na, mal gucken, wenn wir so bleiben von den Zeiten her, haben wir nichts zu befürchten, glaube ich. Da sind wir mal gut rumgekommen, alter Verwalter. So. Wo war das verfickte Schild? Irgendwo da vorne. Nee, zu früh gebremst. Ja, das ist. Ach, jetzt aber.
Hallo Virus, ich komme. Juhu. Mal gucken, wie er da, so, jetzt wird er hochgebockt, jetzt wird er gleich reingeschoben, das gucke ich reingeschoben. Den Einlauf würde ich jetzt sehen. Du hast komische Fantasien, du. Haben wir das Training doch gut überstanden, du. Halleluja. Da wird er reingeschoben. Guck, da, so sieht das aus. Schön. Ja. Da fuhr gerade noch, glaube ich, ein Force India vor uns vorbei. So, ja, wir sind aber mit Abstand die schnellsten. Lewis Hamilton hat nur eine 1,41. Ricardo 1,43. Ocon 1,43. Der Hülkenberger ist auf Platz 6. Uiuiui. Der Stappen ist auf 6. Das ist der Ocon. Wo ist der Bottas? Ich vermisse den Bottas. Jo, die sind wahrscheinlich noch nicht rausgefahren. Jo. Jo, der ist noch nicht gefahren. Genau, das W-Leinchen ist ja auch noch drin. Oder Hamilton ist Dritter, guck mal an. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das Schnauze, Jeff. Danke, Jeff, blöder Sack. Der wollte die Aufnahme jetzt beenden, nicht du. Ja, er wollte trollen, ja. Ich würde sagen, das war's von uns vom Training. Wir singen uns im Qualifying wieder, Wollvirus. Alles klar, auf jeden Fall. Dann bis gleich, tschö. Alles klar, tschüss.